In der Nacht auf oder zum Sonntag, da gingen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Sachsen mehrere Fahrzeuge in Flammen auf. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Ein Zusammenhang mit den Bauernprotesten der vergangenen Woche steht da im Raum, denn der Landwirt, bei dem das Feuer ausbrach, hatte an diesen Protesten und auch an den Straßenblockaden teilgenommen. Deborah Nebig berichtet. Der Schaden, den die Täter angerichtet haben, ist riesig. Traktor, Sattelschlepper und Güllewagen in Brand gesteckt und schwer beschädigt. Der Sachschaden ist enorm. Das, was uns bislang bekannt ist, gehen wir von mindestens 500.000 Euro Sachschaden aus. Die Polizei sucht nun nach einem oder mehreren Tätern und vermutet, dass es einen Zusammenhang zu den seit Wochen anhaltenden Bauernprotesten geben könnte. Denn auf der Scheune des Betriebs haben die Täter eine Art Bekennerschreiben hinterlassen. Schluss mit Blockade, sonst brennt alles. Sachsens grüner Landwirtschaftsminister Wolfram Günther verurteilt die Tat. Ganz gleich, ob politisch motiviert oder nicht, der Brandanschlag ist heimtückisch und abscheulich. Das ist pure Vernichtung, so der Grünpolitiker. Der Landwirt hat nun eine Videoüberwachung installiert. Er rechnet mit weiteren Anschlägen. Auf der Website GoFundMe läuft ein Spendenaufruf für den Betrieb. 200.000 Euro möchte man zusammenbekommen. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.